Ein ereignisreicher Aprilmonat liegt hinter uns. DHB-Pokalfinale, Start des Meisterschaftskrimis Champions League. Bei all den entscheidenden Partien verzückten uns die Stars der DKB-Handball-Bundesliga trotzdem mit wunderbaren Toren. Und auch die Amateure gaben Vollgas. Daniel Wessig scheint ein Mann für die Abstauber zu sein. Wenn auch nicht im klassischen Sinne. Sofern der Balinger Mitspieler den 7 Metern nicht verwandelt, kommt eben Wessig und knallt das Ding in den Kasten. Ein Camper ist schon schön, ein Doppelcamper allerdings noch ein bisschen schöner. Tobias Weiler und seine Passgeber von der U17 des VfL Gummersbach beherrschen diese Aktion bestens. Uwe Gensheimer, der Linksaußen in Bestform. Wir wissen nicht wie, aber er schafft es, unter Bedrängnis und aus diesem Winkel noch ein Tor zu erzielen. Diese Technik, Weltklasse. Tor 4 beim DKB-Tor des Monats April verlangt Durchsetzungskraft. Bartosz Jurecki lässt nicht locker und befördert den Ball mit aller Macht, Kraft und purem Willen ins Gehäuse. Dieses Tor hat schon seinen eigenen Namen. Der Salto Portale von Paul Gebur. Der Drittligist von Eintracht Baunatal trifft nach der Rolle über den Gegenspieler noch via No-Look-Wurf in den Kasten. Das letzte Tor warf ein Pokalsieger. In der hart umkämpften Partie gegen Flensburg packte Konstantin Igropulo diesen Unterarmwurf aus und wird damit zum 6. Nominierten für das DKB-Tor des Monats April.